Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Fire Emblem Warriors Three Hopes. Im letzten Part haben wir die erste Schlacht aus diesem Kapitel gespielt, mit Sherald gemeinsam, und wir haben gleich mal verkackt. Yay, weil eine Einheit von mir noch so viele Leben übrig hatte und dann gerade so gestorben ist, als ich die Mission eigentlich fast schon beendet hatte. Sehr, sehr ärgerlich. Und jetzt in diesem Part wird es die nächste Schlacht geben, die hoffentlich kein Fail wird, wo ich auch wieder eine neue Einheit ausprobieren werde. Entweder Yuri oder Byleth. Muss dann gleich noch gucken, wen ich da mitnehmen will. Aber zuerst noch eine Sache, nämlich Effekte entfesseln. Nämlich die Fesseln von Dromi oder so, von Yuri. Also ich könnte Yuri mitnehmen und dann eben gleich seine geupgradeten auch austesten. Da kriegt ihr dann, wenn ich die upgrade, nicht nur Geschwindigkeit plus 3, sondern Geschwindigkeit plus 6 und außerdem noch Erdschrumpfer. Gewährt einer beliebigen Einheit die Mobilität von Kavallerie. Ah, okay, das ist ziemlich cool, dann ist er noch flinker, noch schneller. Und ja, das machen wir auf jeden Fall gleich mal. Hat Yuri mehr Geschwindigkeit als Chess? Das muss ich mal gleich angucken. So, ich habe keine mehr, jupp. Ja, bisher hat Chess am meisten Geschwindigkeit bei mir. 60. Kommt da Yuri wirklich drüber? Nein, nicht ganz. Aber sehr, sehr nah dran auf jeden Fall. Okay, also beide haben sehr, sehr viel Geschwindigkeit. Chess kann sich ja auch ultra schnell über Schlachtfeld bewegen mit seiner Aktion Signaturfertigkeit. Und teleportieren kann er sich ja sogar auch. Das ist ja das Ding von Chess, dass er halt sehr schnell von A nach B quasi kommen kann. Und von Yuri aber auch. Yuri ist auch sehr schnell. So, haben beide 73. Ein Kriegerschwert oder ein verfluchtes Ashia-Schwert? Das habe ich ja nicht, das Ashia-Schwert. Ich habe ja stattdessen das Abysses-Buch genommen. Und das hier dürfte eben dasselbe, nur halt in Schwertform sein. Also mega stark, aber auch mega risky. Und ich habe das noch nicht bisher. Ein Kriegerschwert habe ich sogar, glaube ich, schon durch Amiibo mal bekommen. Und deswegen mache ich mal zuerst das hier. Ja. Rückendeckung für Speer oder, warte mal, Enna. Obwohl, nee. Wenn von hier aus habe ich... Ne, eigentlich wird das hier schlauer. Weil von hier aus habe ich dann mehr Möglichkeiten, glaube ich. Weil es könnte halt auch sein, dass zum Beispiel hier ein Kampf auftaucht, für den ich nur 2 Runden Zeit habe, um da hinzukommen, und dann reicht es nicht mehr oder so. Ne, mache ich doch zuerst die. Okay. Keinen Schritt zurück. Nach dem Vormarsch in die Gären-Gebiete oder so sehen sich die kaiserlichen Streitkräfte nun mit einem Gegenangriff des Königreichs konfrontiert. Verteidige die Bollwerke und halte die Stellung. So, Kriegerschwert und einen Aktivitätspunkt. Okay, dann los geht's. So, und ich guck mal, ob ich es irgendwie hinkriege, dass ich Yuri hier mitnehmen kann. Die Truppen der Assassine werden besiegt und es kommt zur Eroberung des überfüllten Markts oder der Häuser am Kanal. Darf nicht passieren. Okay. So, Bock haben Schmier. Kann ich auch Bogenritterin übrigens austesten. Habe ich auch noch nie. So viel zum Testen wieder. und Raphael. So, ich glaube, die haben beide zu Yuri nix, also nur maximal C, aber haben natürlich beide noch gar nichts, logischerweise, zu ihm. Das ist ja klar. Ich meine, Chemie habe ich ja auch noch relativ neue. Wo ist sie denn? Hier. Was kann ich mit ihr noch Sinnvolles machen? Ich meine, Byleth würde natürlich immer gehen, aber ich will Byleth noch nicht benutzen, ich heb mir das noch auf. Ja, Rica habe ich zum Beispiel mit Chemie auch noch gar nichts. Das wäre vielleicht auch nicht schlecht. Chemie, Rica... Und Raphael Yuri meinetwegen dann. Ja, machen wir das. Okay, das wird schon passen, hoffe ich mal. Chemir ist auch hier ganz gut in der Mission. Raphael ist da rechts ganz gut. Ich tausche jetzt mal aus. Dann Yuri. Ist nirgendwo gut, weil nämlich keine Axtkämpfer vorkommen. Und wen wollte ich noch mitnehmen? Yuriza, genau. Der wäre da außen in der Mitte gut. So be ja. It. Okay. Dann mach ich mal. Ich will nur überlegen, wie ich die halt verteilen will. Ich meine, es wird sowieso Yuri das meiste machen. Bei der Yuri-Raphael-Kombo. Deswegen dann trage ich mal die nach oben. Nee, anders. Moment. Yuri und Raphael sind unten, weil die werden da. Also Yuri wird halt dann den Weg nach oben laufen. Und dann sind sie oben. Ach nee, nee, stimmt, Yuri ist ja... Bin ich denn dumm? Ich dachte, Yuri ist ja gar nicht im Vorteil. Das ist ja Chemie. Ich bin so blöd. Entschuldigung. Dann... Ich meine, ja, egal. Machen wir es trotzdem so. Ist ja wurscht. Yuri soll ja auch irgendwas machen. Weil Yuri ist halt jetzt nirgendwo gut. Raphael ist rechts oben gut. Yuri ist in der Mitte und Chemie da so links. Also eigentlich ist Yuri hier scheiße in der Mission. Aber ich will Yuri austesten. Beides ist ja auch ein Schwertkämpfer. Deswegen beides wäre da auch nicht besser.
Egal. Ich will die Yuri austesten, okay? Also, passt schon. So, die starke Kriegerlanze von Geralt, die ist cool. Jupp, das passt schon. Das passt. Da kriegst du ein besseres. Nämlich das hier. Ich glaube, ich habe kein besseres. Passt schon. Sturmlanze und Donner gefällt mir, glaube ich, auch ganz gut. Jupp. Fertigkeiten dürften sowieso passen. Okay, Yuri. Kriegt natürlich hier alles. Mhm. Er hat auch schon Beurteilung und Plünderung. Das ist nice. Dann werde ich ihm... Achso, nee, er hat ja... Naja. Mhm. Ja, die würde ich lieber austesten sogar, als Geld zu bekommen. Das passt schon. Ich hätte auch gerne viel Geld. Aber das ist schon okay. So, nimm dir die da. Genau, alle meine Bataillone haben jetzt ja auch mehr Ausdauer, weil ich nochmal das geupgradet habe. Zum Beispiel die haben schon 3000... Ja, die sind natürlich noch besser. Haben schon 3900. Oder was sind die überhaupt besser? 55% Schaden? 65% sogar. Aber mir ist es wichtiger, dass das Bataillon lange durchhält, würde ich sagen. Weil wenn es komplett zerstört wird, habe ich ja keinen Vorteil mehr. Und da ist das hier sinnvoller. Weil ich glaube nicht, dass ich an die 30% Schaden rankommen werde. Das wird schon passen. Machen wir es lieber so. Und ich meine, das hält ja dafür auch länger durch. Und deswegen ist es... Also ich, der Schaden wird zwar weniger reduziert, aber bei diesen letzten 700, da würde das andere mir ja gar nichts mehr bringen. Und das aber immer noch. Deswegen ist es schon sinnvoll, finde ich. Okay. So, er hat Meucheln. Meucheln finde ich gar nicht so gut, weil Kampftechniken killen immer nicht Kommandanten sofort, würde ich sagen. Und da braucht es nicht extra eine, die dann das speziell machen kann. Er hat auch viele andere hier. Lichtklinge, absorbierten Teil, ja, das finde ich auch kacke. Okay, die switchen wir auf jeden Fall. Wind ist ganz lustig und einfach billige und Zornischlag. Ja, okay. Passt. So, schon mir. Da habe ich doch ein besseres, oder? Hier, Sakralbogen brauche ich nicht. Ich glaube, es kam kein Monster vor. Habe ich schon einen Kriegerbogen? Na, leider nicht. Okay. Ja, dann ist sogar doch der Beste wahrscheinlich. Der hat ja auch Giftschneide. Das ist schon ganz nice eigentlich. Okay, passt. Da habe ich bessere, hoffe ich mal. Ja, sehr viel bessere. Nice. Pfannensturm und Tornado-Schuss ist auch ganz cool, glaube ich. Okay, passt. Jo. Und Raphael noch zum Schluss. Habe ich da bessere? Ja, hätte ich theoretisch die, aber nicht für Raphael. Ne, das sind die besten. Und ja, das sind halt die krassen. Mit rücksichtslose Kraft. Ja, machen wir das mal, das passt. Ich glaube, hier habe ich wirklich keine besseren. Ich glaube, ich habe noch keine A-Faustkämpfer. Vampirschlag und Magieschlag. Nee, die sind beide eher kacke für ihn. Blitzfaust. Ich meine, die sind aber halt billig dafür, ne? Muss man zugeben. Ich nehme einfach nur Durchbruch, das ist ja auch billig. Okay, passt. Gut, genau, jetzt noch ganz kurz. Moment. Genau, Shamir soll einiges machen, weil sie als Bogenritterin ja neu ist. Deswegen kriegt sie mal die. Und, ja, Raphael kriegt meinetwegen den Stein des Wissens. Aber er wird nicht viel machen. Da wird Yuri mehr machen. Aber ich will Yuri das hier belassen. Okay, gut. Vorbereitungen abgeschlossen, dann fangen wir an. Ich werde in Zukunft wieder häufiger das auch rausschneiden. Aber wenn ich halt eine neue Einheit habe, dann werde ich das vielleicht drin lassen, weil ich dann auch sehen will, was die Einheit halt so kann, was die für Kampftechniken hat und so. Ja. So, jetzt, los geht's. Mhm. So, dann geht ihr Reza erstmal zu Shamir. Ja. So. Und Raphael zu Yuri. So, und hier wäre ja eigentlich der Rizal überall im Vorteil. Aber das macht mal trotzdem Yuri. Das wird schon passen. Okay. So, Shamir. Ja, kurz warten noch. Nicht hängen bleiben. Okay, danke schön. So, besiege die Truppen der Assassine. Jupp. Bam. Das sieht leider ziemlich fancy aus. Holy shit! Was ist das denn? die sah lustig aus. Zack! So. Nochmal Tornado-Schuss. Okay. Das war die 5er-Kombo, glaube ich, gerade eben. Ja, jetzt macht er übel Schaden. Was ist das denn? Zack! Ja, jetzt muss ich da oben irgendwie schon aufpassen. Okay, dann gehen wir gleich zurück. Und dann mal kurz Yuri austesten. Aber das Moveset kenne ich ja schon auf jeden Fall von Petra. Die 6er-Kombo kenne ich ja, glaube ich, auch schon, richtig? Genau, das sind diese
diese Dolche oder so, oder was das ist, die er da raushaut. Zack, zack, zack. Die ist auch ganz cool. So, komm, gib deinen Ball weg, ja. Du kannst doch eh nix. Treffen müsste ich ihn aber. So, jetzt. Jetzt ist sie verschwunden, weil der Bollwerkkommandant noch gerade einen Angriff gemacht hat. Was ist das denn? Gibt's doch gar nicht. Bam, jetzt. Okay. Und zack. Ja, die neuen Einheiten, die machen ja aber überhaupt keinen Schaden. Woran liegt denn das, dass die so wenig Schaden nur machen? Ich verstehe das gar nicht. Die Werte sind doch auch nicht schlechter von dem oder so. Ja, die machen, das war beim letzten Mal bei Gerald auch schon so. Der hat auch gar keinen Schaden gemacht. Und Louis ja auch nicht. Bam. Aber Yuri ist übrigens extrem schnell auf dem Schlachtfeld. Ist hier ultra schnell. Vergleicht es mal mit Raphael. So, hier ist Yuri. Hier ist Raphael. Großer Unterschied. Okay. So, bleib mal du hier und beschütze es mal, weil da kommen gleich Gegner hin. Okay, so, let's go. Zack. Dadadam. Und das reicht für ein Level Up. Nice. Für Yuritsa. Inconsequential. Okay. So, dann geh mal. Sind die anderen wieder hängen geblieben eigentlich? Warum ist die KI eigentlich so scheiße? Die bleiben da unten hängen. Na, jetzt doch nicht. Ruhig kurz passiert. Aber die sind gerade hängen geblieben. Vielleicht ist Yuri zu schnell. Und das Spiel kommt mir nicht klar. Bin mir nicht sicher. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, der rennt schon mir nach vorne und macht so ein paar Angriffe. Vierer-Kombo. Zack. Okay. Ja, sieht alles ziemlich nice aus, finde ich. Ich habe übrigens voll vergessen, mit ihr mit Timing anzugreifen, aber es gibt da zu viel anderes zu tun. Okay. Da ist der Schlüssel. Warte mal, Yuri hat als Gauner haben doch auch, hier Plünderung gegeben. Also von Thun meine ich. Moment. Das seh ich ja hier gar nicht. Wartet. Scheiße. Moment. Hier sehe ich's. Ja. Yuri. Schlossknacker, genau. Das meinte ich, ja. Also ich muss den Schlüssel mir gar nicht unbedingt holen. Ich könnte auch das mit Yuri einfach so machen. Achso, aber das ist ein Dieb. Ach, scheiße. Fuck. Ja, dann sei mal schnell, bitte. Okay. Ach, und die beiden kommen noch gar nicht her. Die greifen zuerst das an. Ich dachte, die würden sofort herlaufen. Okay. Da habe ich jetzt ein bisschen Zeit verschwendet hier. Das war unnötig. Ich habe übrigens noch gar nicht die ZR-Fähigkeit von Yuri ausgetestet, übrigens. Was war das nochmal? Hier, Windkugel. Okay, da kann ich Gegner so zusammen herziehen und die dann explodieren lassen. Okay. Jetzt kommen sie hier, die Gegner. Können wir gleich mal austesten an denen. So. Okay. Ja, ist jetzt wirklich nicht so krass, aber ist ganz nett, würde ich sagen. Ja, ich muss eigentlich gleich wechseln zu den anderen, damit der Dieb nicht abhaut. Weil ich glaube, da hat jetzt die Truhe schon gestohlen, oder? Oder den Inhalt halt. Ja, hat er. Okay. Dann. Ja, also Yuri kämpft hier noch weiter. Und. Ja. Und los. Das war jetzt die Nebenmission, dass ich den Dieb besiegen muss, wahrscheinlich, oder? Schätze ich mal. Aber das schaffen wir. You're mine. Okay, wunderbar. Mhm. Gut, dann kämpfen wir hier so ein bisschen, egal. Okay, du könntest halt auch einfach abblocken. Also ist es nicht so krass, finde ich. Die Signaturfertigkeit von Yuri. Aber die Geschwindigkeit von ihm allgemein ist halt cool, auf jeden Fall. Ich meine, er ist halt eigentlich wie eine noch krassere Petra. Und ich mag Petra ja übelst gerne, wegen ihrer Geschwindigkeit. Und Yuri ist halt noch schneller. Und das ist schon nice. So, okay. Ja, das ist natürlich schlecht. Da muss Schmier dann gleich, bewacht es mal, gleich aushelfen. Okay.
sogar ohne Nebenmission. Besiege die Truppen der Banditen, den überfüllten Markt angreifen. Okay, die dürfen den erreichen. Dann habe ich nicht verloren oder so. Das ist gut. Aber dürfen halt den dann nicht einnehmen. Das dürfen sie ja eh nicht, weil ich ansonsten verloren hätte. Aber ich könnte sie halt am Leben lassen und die Mission halt sonst beenden. Aber ich will sie natürlich besiegen. Zack. Okay. Und Erzritter zum Turmplatz. Ja, das ist dumm. Da könnte die Mission sogar enden, wenn der ankommt. Weil das ist doch manchmal so bei so Escort-Missionen, dass die Mission dann endet, ohne dass der dran steht, um zu gewinnen. Aber der wird aufgehalten von dem einen, das ist perfekt. Okay, dann, weil der geht ja nicht weiter, solange der Bandit da ist. Deswegen bekämpfe ich den als letztes. Und die anderen zuerst. Ideal. Okay, oder er wurde wegen den roten Einheiten aufgehalten, wegen den Hexerinnen. Ja, ist aber auch in Ordnung, ist mir egal. Warum der aufgehalten wird, Hauptsache er wird aufgehalten. Passt. Da war doch der Krug, oder? Hier. So, let's go. Gegen einen Gegner. Bam! So, sehr schön. Okay, dann kann Gurry gleich mal dahin gehen. Bam! Der Pfeilsturm ist echt ziemlich cool. Hier sind sehr viele Gegner übrigens. Da gleich ein Spezialangriff rein wäre cool. Habe ich auch gleich voll. Und let's. Ja, komm. Let's. Ich will die Hexerin aber auch treffen. Das gibt's jetzt. Der ist doch schon voll. Let's go. You can count on me. You're mine. Sehr schön. Da ich habe wieder die ganze Zeit vergessen. Ah, der ist übrigens durchgekommen. Wieder die ganze Zeit vergessen, mit Timing anzugreifen. Das war auch sehr schwierig. Achso, nee, es stimmt, sie hat. Mann, muss ich. Sie hat ja kein Timing mehr. Sie hatte jetzt die Fertigkeit von Balthus und die ersetzt ihre eigentliche. Ja, ihre eigentliche ist ja, dass sie mit Timing angreifen kann. Für mehr Crits, glaube ich, und für Eisattacken war es, glaube ich, bei ihr. Also ziemlich cool eigentlich. Aber sie hatte jetzt das von Balthus, wo sie Geld bekommt. Deswegen muss ich da nicht mehr auf Timing achten. Okay, auch gut. So, zack. Sehr schön. Ist dann die Mission erfüllt. Okay, Gegner haben wir auch schon. Let's go. Das gibt auch viele Kills. Bam. Wunderschön. Leben haben wir noch, aber nicht mehr lange. Zack. Und zack. Sehr schön. Vollkommen sterbt halt endlich. Komm mal her. Zack. Uiuiui. Das hat Schaden gemacht. Okay, aber 11% erst. So, komm jetzt, stopp. Okay, sogar noch ein Assassine hier. Wird ein bisschen doch noch stressiger, als ich dachte. Ne, okay, schon erreicht. Okay, alles klar. Aber das ist echt ein bisschen blöd bei so Escort-Missionen. Da muss man echt aufpassen. Weil die früher enden, als man denkt. Ich meine, das ist zwar dann eine neue Mission, die hinzukommt, eine neue Hauptmission. Und bei der zweiten, sobald die zweite Hauptmission hinzukommt, dann enden diese Nebenschlachten ja immer, glaube ich sogar. Aber es steht ansonsten halt eben dran, um dir den Sieg zu sichern und da eben nicht. Deswegen muss man da echt aufpassen. Und man hat es halt nicht selber in der Hand so. Weil wenn man halt einen Boss besiegen muss am Ende, dann hat man es halt selber in der Hand, wann man den tötet. Aber wann so eine grüne Einheit halt irgendwo hinläuft, hat man halt nur indirekt in der Hand. Und deswegen könnte die Mission früher enden, als man denkt. War jetzt sogar gerade eben auch so. Ich wollte den Assassinen noch eigentlich besiegen, den anderen da, aber konnte ich gar nicht mehr. Ja, deswegen, da muss man echt ein bisschen drauf acht geben. Okay. Well, I certainly can't complain. Mhm, das hat Yuri verdient. Also ja, gefällt mir schon. Ist eine coole Einheit. So hat auch viel. Raphael hat nicht viel Klassenerfahrung bekommen. Der hat ja den Stein des Wissens eigentlich. Hat so ziemlich am wenigsten bekommen. Aber gut. So, ein Kriegerschwert. Und viel anderes Zeug. Aber Shamir hat einiges gemacht, deswegen habe ich wieder viel Geld bekommen. Yay! Viel Geld, ich liebe es! Mhm. Haben wir noch ein Gespräch sogar? Nein, diesmal nicht. Weil das kam ja auch schon mal vor, dass wir
bei der ersten Nebenschlacht. Oh, und bei der zweiten Nebenschlacht danach dann auch ein Gespräch hatten. Bernie will einen Kampfplan. Wirklich Bernie? So, this is probably a giant waste of everyone's time. Nee, ist es nicht unbedingt. I've got an idea. Führe ein Auswahlverfahren für Kommandanten durch, um die Verteidigung von Bollwerken zu stärken. Erhöhe die KP verbündeter Bollwerk. Ja, es ist eher Quatsch, Bernie. Hattest du recht. Ich meine aber, eigentlich kann ich es schon ändern, fällt mir gerade auf. Weil der aktuelle Effekt bringt mir jetzt gar nichts mehr. Der aktuelle Effekt war eine einmalige Sache. Dass ich halt einmalig Materialien bekomme. Und die habe ich ja schon bekommen. Und ansonsten habe ich jetzt, glaube ich, gar keinen Vorteil mehr durch den aktuellen Effekt. Und der Effekt von Bernie ist zwar jetzt nicht krass, finde ich. Aber zugegeben, wenn ich den in der letzten Schlacht, im letzten Part gehabt hätte, dann hätte ich die geschafft im ersten Versuch. Also ist vielleicht doch gar nicht so schlecht. Und ich kann auch die Unterstützung erhöhen, also mach mal, Bernie. Gute Idee. Also, so gut ist die Idee eigentlich gar nicht mal, finde ich, aber sie ist besser als das andere. Aber gut. So, dann können wir uns hier Geschenke abholen. Yay. Ein Bauerndorf nahe dem Schlachtfeld. Ich brauche da übrigens irgendwelche Items. Geschenke. Das ist sogar ein bisschen doof, weil das habe ich vielleicht nicht. Aber ich meine, wenn ich halt dann weitere Geschenke nicht bekomme, dann ist es halt so. Die Geschenke sind ja eh nicht so wichtig, finde ich. Okay. Ein Haus am Dorfrand. Der Mann, der hier lebt, liegt krank im Bett. Es gibt etwas, das ich dringend benötige. Könntet ihr es mir bringen? Ich werde euch dafür belohnen. Ich habe jetzt Medizin erwartet oder so. Er liegt krank im Bett und braucht ein Buch. Aber habe ich. Wir kriegen dafür Schwimmer, Eulenfeder und alte Münze. Okay, alleine wegen Eulenfeder. Eulenfeder ist halt mindestens genauso gut wie Ritterlegendenbuch. Die ist halt nie schlechter. Und ich kriege auch noch zwei andere. Also, machen. Yay. Ich liege krank im Bett. Ich brauche ein Buch. So, dann. Ohne Höhle. Aber da kriege ich, das ist keine Schlacht. Da kriege ich dann irgendwas. Machen wir trotzdem zuerst das hier. Ein von deiner Armee besetztes Bollwerk. Du hast dich mit einer verbündeten Armee getroffen und deine Vorräte aufgestockt. Im Moment läuft es ganz gut und wir haben mehr als genug Vorräte. Nehmt, was ihr benötigt. Dankeschön. Heldeninsignien haben wir da, okay? So, und Höhle. Ein wandernder Soldat hat angeboten, dir einige Techniken beizubringen. Erhöhe den Schwerterkampftechnik-Level für die ausgewählte Einheit. Beide. Will ich ja eh im nächsten Part dann wahrscheinlich austesten. Und dann kann ich gleich eine erhöhen von denen. Warum nicht? So, nämlich tiefer Fall. Okay. Gut. Hier ist dann Anna. Und hier muss ich schnell hin. Da wäre es sogar jetzt dann doch besser gewesen, wenn ich die zuerst gemacht hätte. Aber da komme ich trotzdem noch hin. Weil wenn ich die hier mache und dann noch die hier, dann geht es auf 1 runter und dann passt. Oder ich könnte auch die hier machen und dann die. Das würde auf jeden Fall alles gehen. Okay, aber ja, erstmal gehen wir zurück. Jetzt will übrigens Petra eine Expedition machen. Jetzt wollen alle eine Expedition machen. Ich habe sogar mit Petra schon mal eine gemacht, also das werde ich dann auf gar keinen Fall machen. Tut mir leid. So, stattdessen will ich lieber, mal kurz teleportieren, geht schneller. Will ich lieber upgraden. So, nochmal Bataillonsgilde. Ja. Und zwar, sogar 2 Stück kann ich da jetzt machen. Also ja, ich mache jetzt mal Anheuern von A-Bataillonen und dann, das hier ist unnötig, weil so viele habe ich eh nicht. Und dann könnte ich auch den Preis senken, wenn ich welche kaufe. Ja, also auf jeden Fall das. Und ich meine, es bringt jetzt eigentlich nichts mehr. Ja doch, es bringt schon was, die aufzuheben, stimmt. Weil ich brauche ja auch luxuriöses Baumaterial. Und wenn ich halt irgendwas anderes habe, was ich, irgendeinen anderen Bereich hier, wo ich was lieber haben will, zum Beispiel, was ist das hier? Taktik-Signatur? Hier Unterstützungssignatur zum Beispiel, ist nicht schlecht. Das hätte ich gerne. Und wenn ich halt jetzt zu viel luxuriöses Baumaterial ausgebe, dann habe ich halt da nicht mehr genügend, muss dann da Sachen nachkaufen. Deswegen, nee, ich gebe das andere erstmal nicht aus. Warte mal ganz kurz, wie viel brauche ich noch für Upgrade? Nicht mehr viele, ne? 4 noch, genau. Das schaffen wir auf jeden Fall in dem Kapitel. Ja. So, aber wir können ja mal kurz gucken, was es da jetzt für Bataillone gibt. Ich glaube nämlich nicht, dass die besser sind als die A-Bataillone, die ich eh schon habe. Und ich habe ja schon einige von denen. Zwar nicht überall, also es wäre schon gut, aber ist jetzt nicht vonnöten, finde ich. So, hier, genau. Die haben 2600 Ausdauer und 60% Schadensreduktion. Und für alles halt. Für jede Waffenart. Und auch wieder für Monster. Ja. Ja, da habe ich teilweise bessere. Ich habe teilweise welche mit mehr Ausdauer und oder... Ach, die, warte, warum haben die 65%? Hä? Sind das die einzigen? Ja.
Hä? Check ich nicht. Egal. Aber ja, ist das ein Feder? Wartet mal, war es ansonsten auch schon so, dass Axe mehr hat? Tatsächlich. Warum das denn? Hä? Das ist ja komisch. Ja, vielleicht deswegen, weil bei Axtkämpfern ist halt auch Panzerlord und so dabei. Und das ist halt so die defensivste Einheit im Spiel. Und deswegen haben die halt mehr Schadensreduktion. Aber das ist ja mega komisch. Ja, das fühlt sich eher wie ein Fehler an irgendwie. Dass nur die Axtbataillone immer 5% mehr haben als alle anderen. Sehr seltsam. Habe ich noch gar nicht bemerkt davor. Aber ja, brauche ich nicht, erstmal. Also werde ich schon mal wahrscheinlich irgendwann noch machen. Aber je länger ich warte, desto unnötiger wird's, weil je länger ich warte, desto mehr Bataillone kriege ich halt durch Nebenquests oder neue Einheiten, die hinzukommen oder so. Aber wie gesagt, aktuell brauche ich es nicht. Weil in den allermeisten Fällen kann ich eh viel meiner Einheiten, die auch schon Arang-Bataillone benutzen können, welche geben von denen. Also ja, sehe ich erstmal keinen tiefen Sinn dahinter, das zu machen. Okay, dann können wir aber noch Gespräche machen. Da haben wir immer noch ein paar übrig, aber jetzt langsam werden es ein bisschen weniger. So, Ignaz hat immer noch eins mit Happy und ein anderes können wir dann, glaube ich, auch noch machen. Aber erstmal das hier. What's this? A stack of pictures? Let's see here. Ignaz lässt überall seine Bilder rumliegen. Im letzten Part hat Marianne ein Bild von ihm gefunden, jetzt Happy. Cat, cat, cat. Scenery. Cat. Sure are a lot of cats here. Oh, and a picture of me playing with a cat. Happy? Hey, Iggy. What are you doing here? Iggy! I, just had something to take care of. Nothing important, though. Happy? What are you holding? These? Oh, I just found them here. One of them is actually a picture of me. I wonder who decided to draw me without bothering to, you know, tell me? Yeah, that's not very nice. Das sind die gar nicht von Ignaz. Wirklich? You know a lot about art and stuff, right? Any idea who might have done this? Well, it's not easy to determine an artist based on pen strokes alone. Ich glaube, er ist ein schlechter Lügner. Yeah, not that. I wanted to know if you knew anyone else who drew stuff. Hmm. Well, there's a lot of cat pictures, so someone who likes animals, maybe? Maybe. I mean, it's a lot of cats. Hmm. Hmm. Sorry, I wasn't much help. Anyway, I should go. Wait, cats. I didn't mention the cats to you. Oh! Huh. You drew these, Iggy. There's no way you could know about the cats otherwise. You lied to me. I can't believe this. I'm sorry. I'm so sorry I drew you without your permission. That's not what I'm mad about, Iggy. I'm just mad you tried to lie to me. You're right. I did. I'm sorry. I looked really cute in the picture, so all I wanted to do was say thanks. You looked cute? Yeah. That's why I wanted to know who drew it. So you're not angry I drew you without asking? Pretty sure I just told you that. You're right. I suppose I misread the situation. It's fine. Can I have the picture? Sure. Keep as many as you want. Ich bin gespannt, wie viele Charaktere noch Bilder von Ignaz finden werden, was ihm dann peinlich ist. So, dann, da ist der Fian. Hat Gespräche mit, nee, Gespräch, Singular, mit Marianne. Der C-Rang, das Einzige, was die beiden haben werden. Okay. As I told you before, I do not have a crest. Why do you insist on hiding it? It can only mean your crest is somehow... Please stop. Stimmt, da haben Marianne und Lysithia eine Gemeinsamkeit mit ihren Wappen, weil die bei beiden besonders sind. What's going on here? Lysithia... What were you saying about crests? Go on. I study them every day without fail, so this is extremely relevant to my interests. I do hope you have proof of your theory, though. Spewing out unfounded platitudes will just lead to consequences you definitely don't want. I might not look it, but I'm a general in this army. Ah, well, we were just finishing our conversation. Now, if you'll excuse me.
Thank you, Lysithia. Aber ich finde es schade, dass irgendwie Henman so wenig Aufmerksamkeit hier in Three Hopes bekommt anscheinend. Weil da wäre Henman besser geeignet gewesen, finde ich, als dieser Wappenforscher da. Weil Henman auch alles über Wappen wissen will und da manchmal vielleicht ein bisschen zu sehr auf Wappen fixiert ist und die Gefühle von Leuten nicht so sehr beachtet, wenn es um Wappen geht. Das hätte da besser gepasst, finde ich, als so ein random Dude. Aber gut. Think nothing of it. I stepped in of my own accord. You appear to hold a secret or two regarding crests. Well, no need to answer. We all have things we prefer to keep hidden. Still, your situation hits rather close to home for me. Perhaps too close. What? So if you ever need assistance, don't hesitate to ask. We secret keepers need to hold strong with each other, after all. Oh, and I'm not saying this because I pity you. But you clearly find your secret painful. In light of this, maybe I've been a bit too harsh on you in the past. Oh no, you haven't been harsh at all. I'm merely envious of how strong and level-headed you always appear to be. I never would have guessed you hold a closely guarded secret just as I do. I'm not gonna tell you, if that's what you're after. Yes, I suspected as much. Still, perhaps you would be willing to hear mine one day? I feel like being around you gives me the courage to finally set it free. I would be happy to hear you out, and also to help rectify the situation if possible. I know quite a bit about Crest's scholarship. That fool talking to you earlier couldn't hold a candle to me. Thank you, Lysithia. I already feel a little bit braver. I'm offering you the full might of my assistance. I hope you can do better than a little. I mean a lot. I know I'm going to feel a lot braver. Schade eigentlich, dass die kein weiteres Gespräch mehr haben. Die könnten dann noch über einiges reden. Das wird sich auch anbieten für eine Fortsetzung. Das erste Gespräch von den beiden. Schade eigentlich. Aber gut. So, dann würde ich aber erstmal sagen, was ist hier für diesen Part von Let's Play Fire Emblem Warriors Three Hopes. Beim nächsten Mal wird es die nächste Nebenschlacht geben. Und dann ist es endlich soweit. Dann werde ich zum ersten Mal Byleth austesten. Oh yeah! Mal ganz kurz, hat sogar Byleth Bock. Das wäre natürlich perfekt. Nö, aber ist egal, Byleth kann ich mit irgendwem zusammenpacken, weil sie zu allen den A-Rang hat. Und Byleth hat ja auch eine eigene Klasse, die sogar vielleicht ein komplett neues Moveset hat, oder ist es doch ähnlich wie das von Chess, aber kann eigentlich nicht sein, weil Byleth nur ein Schwert hat, keine Ahnung. Auf jeden Fall beim nächsten Mal, Byleth wird krass. Gut, also dann Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.